So, Schwierigkeit Nummer diesmal. Königlichen Hof. Ja, Klappe, ich weiß, was du machen musst. Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer so, Gnaden. Diesmal schaffen wir's. Platziert euren Kornspeicher. Ist ein bisschen peinlich, dass ich erstmal gescheitert bin, aber ist so ein typischer Fail von mir. Das muss falls direkt ich... an den Kornspeicher gebaut werden. Ja, ich will das ja gar nicht weiter bauen. So. Käserei. 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 Jagdstand, Jagdstand. Holzfällerhütte. Holzfällerhütte, Holzfällerhütte. Ja, wir brauchen erstmal eine schöne Lebensmittelversorgung. Das ist schnell. Muss schnell Lebensmittelversorgung geben. So. Weiter. Dann brauchen wir noch Bäckereien. Eins, zwei, drei. Ja, müsste passen. Und bauen wir noch eine Getreidefarm. So. Ich möchte auch bloß nicht zu wenig Essen haben. Wir brauchen dringend mehr Häuser. Eins, zwei, drei, vier. So, schön. So. Mehr Holzfällerhütten, denn es muss relativ schnell gleich hier alles weg sein. Aber nicht zu viele, so wie letztes Mal. Schnell eine. Wir brauchen schnelle Lebensmittelversorgung, wirklich super schnell. Bis jetzt zehren wir noch an den Sachen, die wir vorher hatten. So. Ich finde es auch so witzig, wie die Dorfbewohner zu kleinen Kindern werden. Vielleicht sehen wir das gleich mal. Weil bei der Mühle arbeiten ja so kleine Kinder. Und dann werden die Dorfbewohner einfach flipp zu so kleinen Kindern. Naja. Oder sie werden auch teilweise so Frauen. Ich glaube, hier bei der Bäckerei arbeiten ja Bäckerinnen, glaube ich. Deswegen werden sie auch teilweise einfach zu Frauen, obwohl sie vorher Männer waren. Einmal eben Geschlechtsumwandlung. Geht ja schnell. So. Da kommt der erste Käse. Sehr schön. Und die sind immer noch am Aussäen. Es dauert immer ein bisschen, bis die Produktion anfängt. Aber der Käse ist gleich schon wieder weg. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ja, noch. Aber ich denke, das werde ich schaffen diesmal. So. Wo wir so viert im Baum rumstehen. So. Ja. Diesmal müsste es wirklich klappen, weil guck mal hier, die haben wir schon Getreide angebaut und so. Dürfte nicht mehr so lange dauern, bis die Mühle auch in Betrieb geht. Da, guck mal, der erste Getreide wird abgeerntet. Sehr schön. Aber gleich eine relativ schnelle Produktion an Käse. So, was wir jetzt mal bauen müssen, Hopfenfarm. Damit wir das gleich nicht vergessen, dass das zu spät ist. So, können wir nicht dahin, da irgendwo noch einen Platz hier für eine Hopfenfarm. Da, sehr schön, Hopfenfarm. Bauen wir noch zwei Hopfenfarmen. So, zwei Hopfen. Wir benötigen Holz. Ach, wir benötigen Holz. Kenne ich ja gar nicht, das Problem. Die Holzvorräte sind zu knapp, das nicht dort platzieren, my lord. Da kommen sie, jetzt müsste der nächste mit Holz gleich kommen. Ja, da brauchen wir mehr Holz. Mehr Holz für die Hütten brauchen wir hier. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Da kommt das Holz. Lebensmittel haben wir wenigstens gleich genug. Dann passiert jetzt nicht das letzte Mal das gleiche wie letztes Mal. So. So. Brauchen wir hier noch nicht zu viele Holz für die Hütten, sonst haben wir gleich nicht zu genug Nahrung. So. Eine Botschaft von eurem Informanten. Ja, das ist blöd, wenn die jetzt Lebensmittel entwenden. Das wird jetzt verdammt unsere knapp wieder. Vorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Dann müssen wir immer wieder auf halbe Portion runter. Aber nicht für lange Zeit, wenn die gleich da wieder Brot backen. Dann ist es gleich wieder in Ordnung. Da kommt wieder Käse. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange, bis sie das Brot fertig haben. Dürfte es aber nicht. Wenn sie das Brot fertig haben, haben wir auch wieder genug. Die geben das nämlich direkt hintereinander, werden die jetzt einmal dahin bringen. Das wird nicht lange dauern. Was mir gerade so einfällt, SimCity hat ja groß damit geworben, von wegen, also das neue SimCity, dass alles so, dass man genau sieht, wie die Simulationen ablaufen und dass es genau darauf berechnet wird, wie es abläuft. Das ist hier genauso.
merke ich gerade. Also das hatten sie auch schon vor 12 Jahren drauf, was SimCity als große Neuerung angepriesen hat. Weil das ist ja wirklich Echtzeit und genauso steht die hier, genauso wie wir geliefert wurden und wird dann auch so berechnet. Ist ja logisch. Ne? So. 5 Käse, das wird echt wieder verdammt knapp. Komm, macht hin mit eurem Brot. Da kommt das nächste Brot. Wenn das Brot da ist, werde ich wahrscheinlich die Lebensmittelfraktion wieder hochsetzen. So. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. So, 7 Monate Vorrat. Das ist schön. Yep. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Volle Rationen gehen. So, wir können noch mehr Bäckereien sogar bauen. So, bauen wir noch mal ein paar Bäckereien, weil wir es können. Dann brauchen wir aber danach noch ein paar Brauereien, dringend. So, nochmal 3, 4, 5 Brauereien. Und wir brauchen gleich mehr Platz für Hopfenfarm. Ich glaube, ich habe zu viele Brauereien gebaut. Ach, letzten Verlauf mal wieder ab. So, Hopfenfarm. Platz hier irgendwo für Hopfenfarm, 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 Hopfenfarm. Jetzt wirkt der Platzmangel nervt so ein bisschen. Aber das ist ja gerade die Schwierigkeit an der Karte. So. Wäre auch zu einfach, wenn wir viel zu viel Platz hätten. So, Hopfen. Ach, wir brauchen mal mehr Platz. Das Vorratslager ist voll, my lord. Ich weiß. Das habe ich auch gerade gesehen. Warum kann ich keinen anbauen? Vorratslager. Das muss direkt ans Vorratslager gebaut werden. Ist das jetzt ein Bug? Ihr könnt das nicht dort platzieren. Hallo? Das muss direkt ans Vorratslager gebaut werden. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Hallo. Ich damit gucken, ob es daran geht. Da geht's komischerweise. Okay, dann muss das auch nochmal eben weg. So, zack. Vorratslager, Vorratslager. Vorratslager, das wird reichen. Muss jetzt mal eben sein, die Brauereien eben wegzureißen. Ging gerade leider nicht anders. Ach, man kann ja, glaube ich, nicht so nah an Wegweiser bauen. So war das ja irgendwie. Das weiß ich auch nicht mehr. Aber irgendwie gab es auch irgendwie die Regel. Naja, egal. So, ein paar Brauereien gebaut. 3 Stück. Und da kommt euch doch der erste Hopfen. Da. Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfenkäfern befallen, die Ernte auch nicht toll. Euer Gnaden. So. Aber Lebensmittel kriegen unsere wir jetzt wenigstens genug. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. So. Und 46 Brot. Schön. Wir kriegen noch mehr Lebensmittel, dann würde ich noch ein paar Holz für Leute bauen. Weil ja auch genug Leute sitzen. Dann geht der Wald noch schneller weg. Weicht der Wald schneller zurück und dann können wir eben da neue Sachen hinbauen. So. Die Pest hat unsere Burg heimgesucht, eure Lordschaft. Schon wieder die Pest. Hm, doof. Kühe sterben, glaube ich, auch von der Pest, soweit ich weiß. Also, ich weiß nicht, ob wirklich Kühe von der Pest sterben, aber hier glaube ich schon. Obwohl, ich glaube, die Pest ist so, dass auch die Tiere davon gestorben sind. Müsste ich mich jetzt mal, weiß ich jetzt gar nicht. Wer es weiß, einfach mal in die Kommentare damit. Oder wäre freundlich, wenn mal jemand nachguckt. Vielleicht werde ich auch mal selber nachgucken. Mal gucken. Ich, wenn ich es erzähle, ich gucke eh nicht nach. Das vergesse ich eh wieder bis dahin. Nun gut. Eure Beliebtheit sinkt. Meine Beliebtheit sinkt. Warum denn das? Unsere Hopfen. Ach, Pest. Sind von Hopfenkäfern befallen, die Ernte zerstören. Extraration brauche ich jetzt wieder. Um die Pest-Sache zu ändern. So. Hopfenkäfer schon. Diese Hopfenkäfer nerven immer. Und da wir die dann, glaube ich, jedes Mal noch anbauen müssen. Und dadurch kann kein Bier gebraut werden. So. Ah, wir haben noch ein bisschen Zeit. Den Käse haben wir unsere wie viel? Lebensmittelvorräte schwinden. 12. Nee. 12, unsere ja. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. So. Dann ist gleich wieder ein paar Hopfenfarm, Hopfenfarm, Hopfenfarm. Mal gucken. Wird gleich wieder irgendwo Platz. Na, da haben sie schon ein bisschen Platz gesorgt. Nee. So.
Da nochmal zwei Holzfällerhütten hin. Da, zwei. So. Direkt am Abgrund hier. Na gut, so tief ist ja auch nicht, sieht man ja. Ich glaube, das würde man sogar überleben, wenn man runterfällt. Ja, überlebt man. Sei denn, man stürzt falsch. Da kann man noch den. So ganz ein paar Meter, wenn man runterfällt, kann man dann auch nicht überleben. Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfenkäfern befallen, die Ernte ist das, zerstören. Wie oft diese Hopfenkäfer sind. Das ist gerade so nervig. Dadurch können die immer noch kein Bier brauen. So. Mal gucken, ob die Hopfenkäfer gleich mal wieder weg sind. Ich hoffe es. Wäre doof, wenn die so bleiben. Eure Beliebtheit steigt. Ich weiß, dass sie steigt. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. So. Und wir haben genug Brot. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. So. Wo bleiben denn die Hopfenfarmen? Die müssen auch mal langsam. Bis der Hopfen. Es dauert so ewig, bis wegen dem Hopfenkäfer dann immer wieder die Hopfenteile weg sind. So. Jetzt bauen sie wieder neun an. Hoffentlich klappt es diesmal ohne die Hopfenkäfer. Das wäre blöd, wenn ich schon wieder komme. Da ist echt so viel Mehl hier gerade. So krank, wie viel Mehl eigentlich eine Mühle produziert. Sind von Hopfenkäfern befallen, die Ernte zerstören. Das gibt's doch nicht. Schon wieder Hopfenkäfer, willst du mich verarschen? Ey, wenn das Spiel so unfair ist und die ganze Zeit Hopfenkäfer kommen, hat man doch kein. Ist doch kein Wunder, dass man die ganze Zeit verliert. Was sollen die Scheiße? Regt mich gerade so ein bisschen auf. Wenn die jede zweite Sekunde Hopfenkäfer kommen, dann kann man das auch nicht gewinnen. Ist ja irgendwie logisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Ist ja, dann hat ja mehr auch was mit Glück zu tun, ob man hier das schafft, die Kampagne. Wäre ja unfair, wenn wir schon wieder nicht schaffen, nur wegen Hopfenkäfern. Also, Farmalideite Hopfenkäfer. Ist schon spät, da kann ich wieder nicht Deutsch reden. Das ist so meine Standardausrede. Wie gesagt, die Animation in dem Spiel finde ich sehr schön. Es ist wirklich so ein Wimmelbild-Effekt. Das Spiel sieht einfach aus wie so ein riesiges Wimmelbild. Und wie die Leute da drin arbeiten, wie das zeigt, das sieht super aus. Also ich finde, das Spiel sieht auch noch gut aus, ne? Also, ich finde jetzt nicht, dass es grafisch irgendwie. Also ist jetzt nicht Hochleistungsgrafik, aber ich finde, die Bäume sehen in Ordnung aus. Die Rohstoffe sehen gut aus. Die Leute sehen doch auch noch ganz in Ordnung aus. Sind jetzt auch nicht so ein bisschen verpixelt, wenn man genau darauf achtet, natürlich ein bisschen verpixelt, aber so verpixelt sind sie nicht. Man kann nicht näher zoomen. Das sorgt dafür, dass die Personen die ganze Zeit gut aussehen. Ja, das ist mir relativ wumpe. Weizen haben wir genug. Ich brauche nur Hopfen. So. Wenn die Hopfenkäfer wiederkommen, dann regen wir aber richtig auf. So, wie viele Pflanzen haben wir noch? Da. Wir müssen noch einmal die Hopfenfarmpflanzen durchwachsen lassen. Wenn das einmal geht, dass die durchwachsen. Dann können wir nämlich, dann können die den Hopfen mitnehmen und dann gibt es richtig viel Hopfen hier. Und, dann haben wir auch kein Problem mehr mit dem Hopfen. So. Vorratslager. Ja. So. Könnt ihr jetzt einmal bald mal Hopfen ernten? Ich hoffe es bald mal. Das wäre echt doof, wenn nicht. Ja, der ist fast fertig. Hier sieht man, der wächst langsam hoch. Wird gleich fertig sein. Wenn jetzt gleich die Hopfenkäfer kommen, dann könnte es sein, dass ich ein bisschen sauer werde. So, jetzt aber. Komm, der sieht doch reif aus. Komm, bau aufstehen. Die Ernte geht zugrunde. Ja, dann beeil dich und nimm die. Hol die Ernte ein. Geht doch. Oh, ne, er steht noch offen, guckt, um seinen Arsch zu lüften, sag ich mal. Jetzt setzen sie sich wieder hin. Hallo, die ist doch fast fertig. Da sieht doch gut aus. Ja, jetzt. Wie lange braucht denn der Hopfen, um zu wachsen? So. Und jetzt müsste er doch gleich mal fertig sein. So. Käse, wie viel haben wir Käse? Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. 6 Käse nur. Oh, ist doch keine gute Planung. Ich dachte, das schaffen wir schneller. So.
So, Käse, Käse.